Hi, draußen um Bushcraft. Du fragst uns nach unserem absoluten EDC-Messer. Und ich suche mal gleich ein Plätzchen. Und dann zeige ich das mal. Jetzt ein Blick runter zu mir. Da sieht man es. Das ist ein Victorinox. Ich weiß noch nicht mal, wie es heißt. Ich habe einen Schlüsselring, um den Schlüsselringhalter gemacht. Einen kleinen Karabiner. Eine Gewebeschlaufe und einen Karabiner, einen leicht zu betätigen großen Karabiner. Das ist mein absolutes EDC. Es hat eine große Klinge. Es hat eine kleine Klinge und die kleine Klinge halte ich immer sehr scharf. Die nutze ich normalerweise also nicht. Es hat eine Schere, um mal eben die Fingernägel zu schneiden. Es hat eine Lupe, um den Splitter zu finden, den man dann mit der Pinzette entfernen kann. Da ich auch viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, manchmal einen Außenspiegel oder irgendwas festziehen will oder umstellen will, hat Kreuzschlitzschraubendreher, einen feinen Schlitzschraubendreher und einen groben Schlitzschraubendreher. Und wenn man Feierabend macht und keine zweite Bierflasche hat, dann kann man sich mit dem Flaschenöffner genüsslich eine Bierflasche öffnen. Im Bereich Bushcraft nutze ich natürlich sehr viel die Säge. Kommt bei mir sehr viel zum Einsatz. Und bevor ich zur handchirurgischen Nachuntersuchung gehe, dann brauche ich nicht nur die Schere, sondern auch die, na, wo ist sie denn? Hier ist sie. Die Pfeile. Und da wird noch der letzte Dreck vom letzten Bushcraft-Event unter den Fingernägeln weggemacht. In diesem Sinne, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn einer von euch weiß, wie dieses Modell mit Sandsäge, Fischschuppen, Entferner und Zentimetermaß bzw. Inchmaß, Schere, Lupe, kleiner Klinge, großer Klinge, ups, Schraubenzieher, Schlitzschraubenzieher, Aale, wie das heißt, wenn einer das weiß, Korkenzieher, dann bitte ich doch mal um einen Kommentar unter dieses Video. Vielleicht werde ich dann schlauer. Wie gesagt, es hat noch so eine Art, ja, ich würde sagen, vielleicht ist es eine Metallfeile und eine Metallsäge, weiß ich nicht. Also, Gerd vom Draußen und Bushcraft. Ich wünsche dir alles Gute. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass mir dein letztes Video mit der Botanik noch am meisten gefallen hat. Sehr informelles Video,
sehr lehrreich. Mach weiter so und du hast ruckzuck wiederum 100 Abonnenten mehr. Mach's gut und tschüss.